Der tollste Moment oder der magischste Moment ist eigentlich, wenn das Konzert beginnt. Wir sprechen nur noch mit der Musik untereinander. Ich bin Michael Rieber und ich bin Solokontrabassist im NDR Elbphilharmonieorchester. Koordinierter erster Solokontrabassist, das ist ein bisschen bürokratischer Begriff. Das bedeutet koordiniert, dass es zu meiner Position noch einen anderen Kollegen gibt, der genau die gleiche Position bekleidet. Und die Idee dahinter ist eben, dass die Personen, die auf diesen Stellen spielen, natürlich nebenher auch solistisch sich betätigen. Und das Solospielen ist da für mich auch nochmal eine besondere Leidenschaft. Wenn ich ein Stück toll finde oder das Gefühl habe, man könnte das auch auf dem Kontrabass spielen, dann schreibe ich mir das einfach so um. Wenn man Kontrabass spielt, ist schon auch das Tolle, dass man diese tiefen Töne über die Vibration des Instruments irgendwie in dem ganzen Körper auch spürt. Und im Namen Bass liegt ja auch, dass er auch eine Funktion hat, den tiefsten Ton zu haben und damit quasi das Fundament der Harmonie zu bilden. Für die Intonation, also für die richtige Tonhöhe aller Instrumente zueinander, ist fürs Timing zuständig, er spielt eine bestimmte Note und die anderen reagieren darauf. Diese Note muss exakt kommen. Also das Orchesterspielen als Orchesteralltag, als Beruf, hat unglaublich viele Facetten. Wenn man das so sieht, wenn wir morgens so kommen, ist das manchmal wirklich ein Umarmen oder so, wenn man einen Kollegen vielleicht länger nicht gesehen hat. Also sehr herzlich auch, herzliche Verbindungen zwischen den Kollegen. Es ist natürlich auch irgendwo ein Beruf mit Zwängen und Dingen, vielleicht Kompromissen, die zu machen sind und so weiter. Dieses Organisieren und vielleicht Ringen auch um den besten Weg in der Woche eines Projektes, wenn es auf das Konzert zugeht. Und alle versuchen da wirklich an diesem berühmten einen Strang zu ziehen mit dem Dirigenten zusammen. Und die Interpretation nimmt so eine Gestalt an, die einen dann vielleicht auch richtig ganz tief berührt und das sind so die Momente, wofür man eigentlich den Beruf macht, würde ich sagen. Ja, im Vorfeld unseres Umzugs in die Elbphilharmonie gab es halt diverse Überlegungen, wie können wir das Publikum wirklich noch mehr aufmerksam machen darauf, dass nicht nur dieses fantastische Bauwerk jetzt bald eröffnet, sondern dass da auch ein Orchester einzieht, was Residenzorchester ist und dort als Hausorchester wirklich spielt. Wirklich sehr überraschenden Orten in der Stadt aufzutauchen, so ein bisschen Flashmob-artig. Ich glaube, das war eine sehr lustige und gelungene Aktion. Der Umzug in die Elbphilharmonie ist, glaube ich, für unser Orchester eine unglaubliche Zäsur. Wir partizipieren in ganz besonderer Weise von diesem tollen Bau und der Akustik und so weiter, indem wir wirklich ganz anders arbeiten können. Wir hören eigentlich jede andere Stimme und wir können uns ganz anders in die Partitur hinein denken und im Konzert, gerade im Timing, im Zusammenspiel, sofort kann man das wahrnehmen und reagieren. Ich bin ein relativ sozialer Mensch, das heißt, ich glaube, der erste Ausgleich zu meinem Berufsleben ist die Familie. Ich habe den Großteil meiner Kindheit im Schwabenland verbracht. Und lustigerweise habe ich schon mit 15, 16, weil mein Onkel in Hamburg lebte, so eine besondere Affinität zu Hamburg entwickelt. Einfach diese Weltoffenheit, einfach eine pulsierende Großstadt. Und darüber hinaus gibt es aber eben auch dieses Bedürfnis, wieder ganz mal weg zu sein von allem. Und da ist natürlich das Segeln eine fantastische Sache. Das Segeln macht sicher den Kopf total frei, denn man ist in der Natur und ich segel sehr oft auch einfach alleine. Da gibt es einfach diesen Moment, wo man dann wirklich ganz runterkommt. Das ist toll.